Und dann ist es doch Nacht geworden in Lothlorien. Wir sind in Folge 130 meines Let's Plays des Bioningers Bianwald Honigfreund, der hier auf seinem Pferd Vanille sitzt, das auf einem Stein steht, der neben einem Fluss liegt. Nein, Spaß. Das Spiel heißt Herr der Ringe Online, das kennt ihr. Wir sind in Mittelerde und das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, direkt am Waldrand. Warum am Waldrand und nicht im Wald? Weil wir im Wald hier sterben würden, da wir keine Freunde sind, dieser Waldelben. Und das versuchen wir heute mal zu ändern. Ich blende euch mal das Interface ein. Wir haben ja zwei Aufgaben das letzte Mal angenommen. Und zwar sollen wir hier Ork-Unrat vom Ufer des Nimrodel aufklauben und Pfeile sammeln. Und das machen wir dann gerade mal. Und soweit ich weiß, kann man das relativ häufig machen. Ich glaube, 6 Stunden oder so ist die Abklingzeit für die Aufgabe. Und es gibt auch ganz ordentlich Ruf. Was ich hier allerdings nicht verstehe, ist, dass die Rufgegenstände, die man so in dem Vorgebiet findet, nicht für die Galadrim-Elben sind, sondern für die Elben von Moria. Aber da werden die sich schon was bei gedacht haben. Das würde die Sache ja hier dann nochmal beschleunigen. Hui, ein Waldhirschbock. Stufe 60. Ah, lassen wir den hier mal schön grasen. Oder was auch immer der da macht. Und suchen hier mal weiter Ork-Unrat und Pfeile. Ah, da drüben ist noch was. Habe den Unrat schon voll. Ah, was so ein richtiger Held ist, ne? Der sammelt auch mal Müll im Wald ein. Für den Umweltschutz. Kennt ihr ja. Wir müssen die Umwelt schützen. Sonst haben wir irgendwann ein Problem, weil wir keine Umwelt mehr haben. So, an dem. Na doch. Ich dachte, da könnte man nichts mehr machen. Aber die toten Orks sind ja hier die Grundlage für die Pfeile, die ich suche. Da ist noch einer und da hinten ist noch einer und dann dürfte es das gewesen sein. Irgendeinen habe ich übersehen, aber da gucke ich gleich nochmal. Ja, um das Thema nochmal aufzugreifen, Umweltschutz ist eine wichtige Angelegenheit. Ihr wisst ja selber, ich bin auch im realen Leben ein Freund des Waldes und der Natur. Ich finde das immer unmöglich, wenn dann solche Waldschrate angelaufen kommen und denken, sie müssten hier sonntags nachmittags eben mal das Wohnzimmer auslagern. Also ganz ehrlich, das geht überhaupt nicht. Meiner Meinung nach sollte es einen Waldführerschein oder sowas geben. Weil was da teilweise sich tummelt, am Sonntag beim Waldspaziergang, das ist echt nicht witzig. Und da habe ich auch immer das Gefühl, dass die gar nicht richtig verstanden haben, was sie da machen. Das Witzigste, was mir bisher passiert ist, oder eines der witzigsten Dinge, die mir passiert ist beim Waldspaziergang, das ist die alte Ü60-Oma, die mir entgegenkam, voll mit Parfum und Kopfhörer an. Ja, Gott. Also, frische Luft und die Geräusche des Waldes, beides Fail, sag ich da mal. Okay, ich glaube, das ist keine gute Idee, da hinzugehen. Der hat mich nämlich schon so gut wie gesehen. Ja, also das konnte ich dann nun überhaupt nicht verstehen. Warum geht man dann in den Wald? Naja, wenn ihr es wisst, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin immer der Meinung, man sollte dann im Wald sich auch verhalten wie ein Gast, denn man ist ja auch zu Gast dort. Man lebt ja da nicht, sondern wird eingeladen. Und man sollte den Wald dann auch wieder verlassen, so als wäre man nicht da gewesen.
Und das schaffen, glaube ich, die wenigsten. Wo ist denn hier der letzte tote Ork, Leute? Da muss ich doch auf die Karte gucken. Ach, doch, da hinten, da war ich doch eben. Ja, Vanille kann nicht schwimmen. Was soll's? Ich komme nicht aus dem Wasser raus. Denn da hinten unter dem Ding nicht noch einer? Da gucke ich gleich mal. Och, jetzt bitte. Vanille, wir haben doch hier extra den Offroad-Gang eingelegt. Müsste doch funktionieren. Ich will eigentlich ganz ungern da hinten auf die andere Uferseite, weil ich da schlechte Erfahrungen gemacht habe. Was ist denn der Kreis? Lass mich mal gucken. Ja, er ist aber genau da. Sowas Dummes. Jetzt werde ich sterben. 100 Pro. Ja, was soll ich machen? Da liegt bestimmt noch so ein Ork rum. Oder auch nicht. Was ist denn das für eine Aufgabe? Dann gucken wir doch mal. Was blinkt denn da? Ein Glückspfeil, der zweimal... Ja, das müsste hier sein, aber hier ist kein Ork. Gibt's doch gar nicht. Oh, das ist super gefährlich, was ich hier mache. Die warnen dich auch nicht vor. Die töten dich einfach. Ach, da ist ja mein Ork. Guck mal hier. Zack. Seht ihr, die sind rot und rot bedeutet tot. Also gar nicht probieren. Das funktioniert nicht. So, müssen wir noch auf die andere Seite. Und dann sehe ich auch gleich, wie lang die Abklingzeit ist für die beiden Aufgaben. Und wie oft ich das machen muss, damit ich dann auch endlich mal in den Wald kann. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Jetzt gebe ich die Aufgaben erstmal ab. Ja, eine private Nachricht erhalten. Echt? Seht im Chatfenster nach. Ja, da ist aber keine private Nachricht. Vorhin waren da private Nachrichten von Tapsi. Die ich hier an der Stelle nochmal herzlich grüße. Vielen Dank für dein Lob. Das hat mir sehr gut gefallen und gut getan vor allem. Das ist immer schön, wenn den Zuschauern das gefällt, was ich mache. Von Elbereth über euch wachen. Auf der anderen Seite, wenn es euch nicht gefällt, dann seid so lieb und sagt das, dass ich da auch was ändere. Willkommen im goldenen Wald. Können wir kurz miteinander sprechen? Ja, machen wir ja schon. 21.000 Erfahrungspunkte waren das, soweit ich das gesehen habe. Hebt neben Zelugin ein Bündel der Pfeile auf. Ich dachte eigentlich, das sei... Ach so, ich muss die Pfeile jetzt nach oben bringen. Alles klar. Was gibt es Neues aus der Ferne zu berichten? Schmutzige Füße beenden und... Ja, 21.000 Erfahrungspunkte gibt es hier. Ork-Unrat in einem Feuer... In einem der Orklager. Okay, das heißt, ich muss sowieso da hoch. Dann nehme ich mir jetzt hier mal ein Bündel Pfeile. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, muss man das zu Fuß machen. Ja. Ihr könnt ja dann schon mal vorspulen. Allerdings verpasst ihr dann die Lottozahlen vom nächsten Mittwoch, die ich euch gleich sagen werde. Also da dann am besten doch nicht abschalten, weil... Könnte ja sein, dass ihr gewonnen habt. Und das wäre dann ärgerlich. Genau. Ja, die Lottozahlen sage ich euch so in 2 Minuten, wenn ich dann 300 Meter weit gekommen bin. Oh, das ist dann ein Horror hier. Vielleicht kann ich ja sprinten. Nee, kann ich auch nicht. Toll. Danke, Turbine, für diese völlig nutzlose Quest. Denn Realität und so... Warum kann ich nicht auf mein Pferd aufsteigen? Das macht für mich keinen Sinn. Okay, blöd, jetzt habe ich nicht geguckt, wie lange ich die Aufgaben nicht machen kann. Aber das kann man auch, glaube ich, gar nicht sehen, weil man diese Aufgabe hier erst abgeben muss.
Und dann wird die unten, glaube ich, nochmal aktiv. So war das. So, dann kann ich in der Zeit mal gucken, wie unser Ruf aussieht. Was hat uns das denn gebracht? Galadrin. 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 Da. Oh, immerhin 2400. Wenn ich das richtig sehe. Das ist ja schon mal was. Und wir langweilen uns hier zu Tode. Während wir diese Pfeile zurücktragen. Und dann muss ich auch noch ein Feuer machen. Aber erstmal trage ich die Pfeile zurück. So, die Lottozahlen vom nächsten Mittwoch, sage ich euch mal eben. Das ist auf jeden Fall die 5 und die 10. Außerdem die 24, die 36, die 41, die 42. Waren 6, glaube ich, ne? Und die Zusatzzahl ist 48. So. Wenn das jetzt einer tippt und du gewinnst, dann bitte ich darum, mir mal einen Euro zu überweisen, damit ich mal meinen Account bezahlen kann, sonst kann ich nicht mehr als VIP spielen. Mein YouTube-Money reicht einfach nicht aus. Liegt vielleicht auch daran, dass auf keiner meiner Let's Plays oder auf keinem meiner Let's Plays, auch kaum einem, ich glaube so 2, 3 habe ich aktiviert, Werbung eingeblendet wird. Das führt dann in der Regel dazu, dass man kein Geld verdient. Ist leider so. So, was sagt denn die Karte? Wie weit muss ich denn noch? Hey. Da unten ist auch noch was. Was ist das denn? Ah, das ist mit dem Feuer. Gut. Ja, Feuer kann ich im Moment eh keins machen, weil ich ja das Bündel trage. Mann, ist das schwer. Puh. Ich bin froh, wenn ich da ankomme. Schon leicht aus der Puste. Hoffentlich schlägt mich jetzt keiner. Wenn mich jetzt jemand schlägt, dann liegt das Bündel vielleicht auf dem Boden. Vielleicht ist es auch ganz weg. Da muss ich noch ein neues holen gehen. Das wäre ganz schön ärgerlich. Das kann ja keiner wollen. Warum sollte mich auch jemand schlagen, wenn ich ein Bündel Pfeile trage? Man weiß es nicht. Die Orks? Die sehen, glaube ich, in allem was Schlechtes. Dabei kann man das ja auch mal positiv sehen. Ja, Pfeile. Kann ja froh sein, dass er sie nicht tragen muss. Und dass ich ihm die Arbeit abnehme. Wie auch immer, genug gequatscht. Da vorne ist das Lager. Und wir waren doch ganz schön schnell. Aber ich glaube, das nächste Mal mache ich das hier einfach mal offscreen. Da müsst ihr ja nicht ständig dabei sein. Außerdem fällt mir nicht jedes Mal eine Geschichte ein, die ich erzählen kann. Oder irgendwelcher Unsinn, mit dem ich die Nutzlosigkeit hier mit Gespräch füllen kann. Sehr gut, kein Fall zu verschenken. Ruf erhöht. 100, ja, 1200 gibt es dafür. Dann geht das ja doch recht flott. Finde ich super. Da ist eine versiegelte Kupferrune, kupferne Fassung der Kraft. Kraft ist ja gut. Oh, Rang 2. Super. Die brauche ich nicht. Kann ich sowieso nicht benutzen. 58. Und das sind 12.500. Das ist ja natürlich eine Menge. Dann nehme ich das jetzt mal. 21.000 Erfahrungspunkte. Ach ja, und dann hatte ich ja das letzte Mal ein Level-Up. Vielleicht habe ich ja ein paar Schicksalspunkte bekommen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Charakter, Schicksal, 318. Dann könnte ich ja jetzt einmal auf den Knopf drücken, mich ein bisschen blau zu machen. Aber das wird wahrscheinlich hier von den Erfahrungspunkten der Aufgaben schon wieder überlagert. Mittlere Rüstung macht Beweglichkeit. Boah, die sind ja besser als die, die ich anhab. Viel besser. Und der Dolch, na gut, der ist nicht levelbar. Wobei da wieder die Frage ist, kann man den auch in die andere Hand nehmen? Na, das probiere ich gar nicht erst aus. Ich nehme jetzt das hier. Und
werde dann direkt mal die Schuhe anziehen, die hier so viel besser sind als die, die ich anhabe. Sehr gut. Bei Durins Bart. Ja, Durins Bart. Mhm. Und auch das Ding hier. 50 Macht, da ist jetzt keine Machtkraft Höchstwert. Ja, sah auf den ersten Blick ganz cool aus, aber ist es gar nicht. Deswegen lassen wir das mal. Einhändiger Streitkolben für Stufe 60, sehe ich das richtig? Gegenstandstufe ist 60, aber ich kann keine einhändigen Streitkolben tragen. Vielen Dank. Sehr gut, was kostet denn mehr? Das hier? Ah, seht ihr? Blau, schon wieder weg. Hat sich also voll gelohnt. Vielleicht haben wir ja heute doch nochmal ein Level-Up. Was das zu bedeuten hat, ich gebe hier eine Aufgabe ab und kriege jetzt Erfahrungspunkte, mein Freund. Immer diese Zwerge. 12. Nehmen wir das mal. 14.000. Hätte ich besser nichts gesagt, dann hätte ich mehr gekriegt. Na gut. Was wollt ihr? Puh, was bist du unfreundlicher? Was grillst du da überhaupt? Mann, das sieht irgendwie tot aus. Egal, jetzt spenden. Wieder nur 14.000 Punkte. Und dann sollen wir Tore zerstören. Och, Gottchen. Na gut. Dann machen wir das mal. Da gibt es noch eine Aufgabe. Schinder im Tal. Dulgurz. Sollen wir töten? Und das müsste es dann hier gewesen sein. Ja. Guck mal, ob ich noch was... Aber Lorien bleibt ihm verborgen. Was ein Glück, dass Lorien ihm verborgen bleibt. Dem großen Auge. So, das kann ich verkaufen. Die alten Schuhe werde ich auch mal verkaufen. Die brauche ich nicht mehr. Und dann haben wir hier noch einen Haufen Kupferreste. Das Ding ist sowieso schwere Rüstung. Da war da noch mehr. Einhändige Keule. Also eine Keule ist was anderes als ein Kolben. Ja, habe ich das richtig verstanden. Na gut. Okay, was sagt denn der Sack? Der Sack. Da kann ja kaum was drin sein. Wir haben ja nichts getötet. Aber hier ist nur noch eine Minute Zeit. Das hier werde ich zerstören. Das brauche ich nicht. Aquamarin und Rosenquarz ebenfalls. Das ist unnötig. Gelehrtheit. Ja, na gut, komm. Nehmen wir das mal raus. Das auch. Den können wir gut brauchen. Den Schlüssel auch. Und die Felle, da kenne ich jemanden, der die brauchen kann. Und dann reiten wir mal zurück in das Lager und verbrennen da mal den Kram. Diese Aufgabe ist das, verbrennt Ork-Unrat in einem Feuer in einem der Ork-Lager Dandurions. Ich hoffe mal, dass das das Feuer ist, das da oben brennt. Muss ich aber, glaube ich, vorher ein bisschen aufräumen. Oder? Guten Tag, ich habe hier Grillgut. Aua, du kriegst nichts ab. Meine Würstchen. Muss ich auf den Kopf stellen. Alles meins. So, komm hier, Junge, ich hab Hunger. Stirb. So, Ork-Dreck verbrannt. Und keiner hat's gesehen. Haha. So, sprecht mit Dindirit. Dindirit müsste dann unten nochmal stehen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, sehr gut. Und auf dem Weg nach unten müssen wir jetzt sowieso noch zwei Aufgaben machen. Die nächste ist diese hier, Schinder im Tal. Und die Tore, ja, da weiß ich auch nicht wirklich, wo das sein soll. So, einmal müssen wir hier rein. Vielleicht beides dort. Würde sich ja anbieten, an mich nicht wieder in der Gegend rumzuschicken. Nein, ich habe keine private Nachricht. Jetzt lass mich. Das ist ja schon wie Spam hier. Spiel-Spam. Ah, super. Die hätte ich vielleicht noch neu schmieden können. Doof. Egal, das nächste Mal. Oder wenn ich dann unten ankomme. Dann schaue ich da mal in die Liste. Mit Dingen, die ich neu schmieden muss. Denn wenn ihr die Waffe nicht neu schmiedet, dann levelt die einfach nicht mehr. Und das ist doof,
weil wenn sie nicht levelt, dann wird sie auch nicht stärker. So, da sind meine Tore. Was ein Glück. Hier ist noch eins. Komm, 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 komm. Ja, sehr schön. Das war doch toll. Sekundenarbeit. Aber ich glaube, das nächste schaffe ich nicht. Nee. Dazu schlägt der zu oft zu. Das heißt, ich muss den hier erst töten. Ist sowieso besser. Bevor der hier noch seine Freunde ruft. Wer will das schon? So. Haha, brennen. Super, da waren wir auch vorhin schon mal. Da hatten wir hier auch zwei Waage oder einen. Werdet hier erstmal gedebufft. Und dann muss ich den Kram runterholen. Und mein Zorn ist voll. Im Moment jetzt nichts runterholen. Das heißt, ich muss hier jetzt eben mal mit der Furcht leben. Toll, jetzt haben sie mich noch betäubt. So, und dann schaut mal, was das hier an Leben kostet, wenn ihr da betäubt werdet. So, der ist tot. Wer ist denn hier der Nächste? Du bist der Nächste. Guckst du mal den Debuff. Ich hatte vorhin auch dummerweise hier meinen Zeichen von Beorn ausgemacht. Was dann auch sich direkt bemerkbar macht. So, komm. Ah, das dauert alles viel zu lange hier. Ich muss dann nur die Tore verbrennen. Komm schon. Perfekt. Fehlen immer noch drei. Ah, warum habe ich das nicht vorhin mit auf den Weg bekommen, die Aufgabe? Als ich den Typen hier killen musste. Oder musste ich den überhaupt nicht killen? Auf jeden Fall habe ich ihn gekillt, das weiß ich. Und jetzt steht da, ich soll Dulgurz killen. Dann sage ich mal, okay, schon wieder. Vielleicht irre ich mich ja auch. Ich muss nochmal nachher in die Folge gucken, in die andere. Wie das da genau war. Mir ist das egal. Ich töte den auch dreimal. Und dann belebe ich ihn nochmal wieder. Und dann töte ich ihn nochmal. Kein Thema. Als Bär sowieso nicht, wie ihr hier seht. Das ist lächerlich. Stellt überhaupt keine Gefahr dar. Sein Wag hat ein bisschen aus dem Mund gerochen, aber sei's drum. Das ist das letzte Tor. Und dann steigen wir mal aufs Pferd, heute noch. Scheint auch ein bisschen eingerostet zu sein, hier mein Gaul. Vielleicht finde ich ja demnächst mal ein anderes Reitpferd. Reitpferd, sagt man das? Reittier, sagt man. Reitpferd ist ja doppelt gemoppelt. Das ist ja wie Fahrauto. Oder Laufbeine. Hm. Lustig. Übrigens habe ich das nicht gesagt, Vanille. Ich werde dich natürlich nicht austauschen. Hust, hust. So, da müssen wir nichts machen. Wir müssen jetzt nur hier runter. Und die Aufgaben mit dem Unrat abgeben. Und dann hoffe ich, dass ich da meine Zeit angezeigt kriege, damit ich das ein bisschen planen kann. Werde ich wahrscheinlich mal offscreen so ein bisschen Holz tragen, also Pfeile, und Ork-Unrat verbrennen, damit wir hier schnellstens nach Lorien reinkommen. Das ist übrigens ein Scharmützellager. Gibt es in jedem größeren Ort. Was gibt es Neues aus der Ferne zu berichten? Eine Menge. Aber heute nicht. Ich habe auch gar keine Lust, mit dir zu reden. Ja, Scharmützellager. Werden wir vielleicht demnächst auch nochmal so ein Scharmützel einstreuen, damit das hier ein bisschen schneller geht.
Das sind ja jetzt knapp 58. Ich soll hier wieder was auswählen. Dann nehme ich doch die 2500er Rune. Zack. Bleibt einen Augenblick und unterhaltet euch mit mir. Das kann ich wann wieder machen? Jetzt direkt? Das ist ja schön. Ist das so? Ein Schatten breitet sich jenseits Lothlorians aus. Tatsächlich, okay. Wir müssen gut auf ihn vorbereitet sein. Das kann ich auch direkt nochmal machen. So leid ran dir. Verweilt einen Augenblick und unterhaltet euch mit mir. Wieso? Weil du keine Freunde hast, oder warum? Gibt's doch nicht. Hier, Dindirit, der sieht doch super aus. Der steht direkt neben dir. Das ist auch ein total freundlicher Kerl. Hm? Magst du nochmal dem hier anbandeln? Soll ich euch mal ein bisschen alleine lassen? Zäh. Sowas. Okay, also beide Aufgaben kann man direkt nochmal machen. Die nehme ich jetzt nicht an, weil ich sagte ja, das mache ich dann offscreen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für alle Beteiligten. Den Galadrim beistehen? Und ich glaube, es gibt auch gar keine Erfahrungspunkte dafür. Aber das werde ich dann sehen. Ich denke, das ist so eine Rufaufgabe. Wenn nicht, verzeiht mir. Ja, und knapp vor 58. Das ist schön. Das ging jetzt doch recht flott. Wir könnten aber die letzten, sag ich mal, 5 Minuten noch dazu nutzen, da hochzureiten. Es gibt ja eine schnelle Reise und die habe ich ja auch schon. Und die beiden anderen Aufgaben abzugeben und dann weiß ich auch ungefähr, wo wir stehen. Das ist ja schon mal positiv, dass man hier immer hin und her reiten kann, ohne großen Zeitverlust, wenn das hier jetzt nicht schon wieder wäre. Immer erstmal durch den Fluss und dann wird das ausgeblendet. Voll sinnvoll. Dankeschön. So. Das ist wie ein Evendim, ne? Ihr wisst schon. Das ist Folge 36, glaube ich. Müsste ich nochmal gucken. Die letzte Offensive. Hallo. Nö, brauche ich nicht. Einhändige Axt. Ich nehme sie mal mit, vielleicht hau ich ja den ein oder anderen Ork mal zu Brei damit. Nötig ist sie nicht. Und hier gibt es dann einen Zweihänder, den kann ich dann auch gleich verkaufen. Und der Balken hier, der wird immer länger und der schwarze Teil wird immer kürzer. Und das ist auch gut so. Das große Auge sieht viel, aber Lorien bleibt ihm verborgen. Ja, genau. Vielleicht braucht das große Auge meine Brille. So, oder ein zweites Auge. Das hier brauchen wir nicht. Können wir eh nicht tragen. Und den, Gegenstandsstufe 59. Das ist ja wieder für die Haupthand. Egal, ich behalte das jetzt mal. Vielleicht probiere ich mich da dran mal. Ein bisschen. Ja, toll. Kraftsalbe, sicher. Brauch sowas nicht. Ich bin als Kind in den Zaubertrank gefallen. Ich habe hier Permakraft, Leute. Ja, ist einfach so. Als Kind in den Zaubertrank. Ich bin noch ein Bär. Sagt man da nicht, wie sagt man denn dazu? Bären. Kleinen Bären. Bei Katzen weiß ich das. Da heißt das Kitten. Aber bei Bären wüsste ich jetzt nicht, wie das heißt. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, beim nächsten Mal weiß ich das auch. Dann habe ich das schon gegoogelt. Für diese Folge war es das. Hat mich gefreut. Folge 130 ist im Kasten. Das hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Mal hier mit dem Ruf direkt starten können. Ich werde dann offscreen so ein bisschen Ruf machen. Und hoffe, dass wir dann in Folge 131 mal in den Wald können. Da freue ich mich drauf. Danke fürs Zuschauen. Danke für euren Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann empfehlt mich weiter euren Freunden und Bekannten. Schaut doch mal auf meine Facebook-Seite, da freue ich mich auch, wenn ihr da mal einen Daumen zurücklasst. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin.